Oh Gott, der Screen dreht sich. Stop it. Ach, jetzt dreht sich's nicht mehr gut. Yeah! Der Bree aus NRW. Der gute Bree. Ich freue mich schon auf Sonntag. Ich bin sehr aufgeregt wegen Sonntag. Leute, Sonntag, Dokumi. Ich bin sehr aufgeregt. Hallo, wie geht's euch allen? Mir geht's gut. Mir geht's super. Ich bin gestresst. Leute, in 2 Wochen zieh ich schon um. In 2 Wochen ziehen wir schon um. Ey, mach bitte das, was du vorhin gemacht hast, auf inaktiv. Ich weiß gerade nicht, was du meinst, actually. Tom, schreib mir doch privat. Hast du mir schon privat geschrieben? Ach so! Ist es schon... Ach so! Die Anzeige, ist sie schon weg? Wow! Wow! Ich habe 8 neue Nachrichten! Oh shit, Leute, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich... Krass! Als ob das genau jetzt live geht! Ach du Scheiße. Okay, Leute, zu eurer Info. Dark General noch mit 10 Subs. Dankeschön. Dankeschön. Zu eurer Info. Tom und ich, wir müssen ein paar Sachen loswerden, ja? Für den Umzug. Und ich habe zum ersten Mal eBay-Kleinanzeigen benutzt. Ich sag's mal so, die ganze Zeit ging die Anzeige, also ging das nicht live. Und jetzt ist es anscheinend, ich denke mal so vor, beim Streamstart live gegangen. Und jetzt habe ich über 10 Nachrichten, dass die Leute das kaufen wollen. Und Tom wurde schon angerufen. No! Nee, erzähl mal nicht, ja, jetzt ist es zu spät. Machen wir mal weg hier. Wir wollen nicht mehr. Oh Gott. Soll ich euch in den Pause-Screen packen? Das muss ich... Das ging schnell, ja! Ich packe euch mal weg. Ich packe euch mal weg in den Pause-Screen, glaube ich. Ich mache das kurz in Ruhe wieder weg, bevor hier Dinge explodieren. Oh, scheiße. Hallo, Leute! Ich muss kurz in den Pause-Screen... Bis gleich! Bis gleich! Thank you.
Hi Leute, ich glaube, es ist good to go. Ich bin wieder da. Sorry für alle, die nicht wussten, was abgeht. Ich wusste jetzt auch nicht, was abgeht. Hallo. Alles gut. Es ist alles gut. Mein PC lebt. Alles easy. Hallo! So, genug. Zurück! Kann die Musik bitte auch ausgehen? Hallo! Hallo, Leute! Manfords bei der Deutschen Bahn, nicht wahr? Ist das nicht toll? Hallihallöchen! Jetzt muss ich erstmal gucken, was alles reinkam. Das haben so viele Leute geresubbt und so. Erstmal ein... Hallo, Leute! Schön, dass ihr da seid. Hallo! Ach du Kacke, sorry, das wusste ich nicht. Ja, das kam unerwartet. Jetzt bin ich da für euch. Oh, Krähekarp, dankeschön. Dankeschön. Für wundersame, wundertollige 14 Monate. Wolf of Gaming, dankeschön für 4 Monate. Viel Spaß beim euren Ringelchen. Dankeschön. Dankeschön. Der Lederlappen, danke für dein Sub, willkommen bei den Ginger Ninjas. Und wie gesagt, Dark General, du hast gerade, bis genau in dem Moment, als ich super irritiert war, hast du 10 Subs gegiftet. Vielen lieben Dank dafür. Es tut mir leid, ich bin einfach so, ja. Hallo, schön, dass du da bist, Ginger. Nee, schön, dass ihr da seid. Wie geht es euch? Du stinkst selber. Ja, okay, vielleicht, ja, ein bisschen vielleicht. Aber Drago, ich wette mit dir, auch du bist insgeheim ein kleiner Stinker. Der PC lebt, ja. Zum Glück. Schon eine Nase Ginger genommen. Ein Zwinkern, okay. Ich habe übrigens die Eldenring-Musik an, aber sie ist super leise, ich höre sie fast gar nicht. Nix! Oh. Hallo Leute, habt ihr mich vermisst? Oh, habt ihr mich vermisst? Hallo. Wieso benutze ich wieder mein altes Model? Ich benutze mein altes Model so lange, bis ich mein Debüt hatte. Eigentlich wechsle ich damit nicht durch. Ich hatte nur einen Reveal. Da habe ich quasi den Leuten das schon gezeigt vor dem Debüt. Das Debüt ist von jetzt in einem Monat dann. Okay, einmal zwinkern. Zwinkern für nix. Okay. Oh. Ich genieße jedes Mal ein nettes Zwinkern. Yes. Oh, es ist so ruhig. Irgendwie ist Musik an, aber ich höre nichts davon. Alter, dem war irgendwie mehr Musik in dem Spiel, mehr Geräusche. So. Dann werde ich mal ganz kurz trotzdem mal die Musik wieder anmachen. Ich fand die nämlich ganz schön. So. Wer vermisst dich denn schon? Bah! Nee, ist alles gut, Leute. Hier vermisst niemand jemanden. Aber ich muss schlucken. Schlucken! Schlucken! Elden Ring mit Musik? Nee, ich meine, nee, da waren so Hintergrundgeräusche, Höhlengeräusche. Wie nennt man das? Ambient Sounds. Bisschen schade. Aber Marius, das ist doch nicht schade. Dann freust du dich doch aufs Debüt noch mehr. Ab dann heißt es Tschüss. Tschö. Dann werde ich diesen Model discarden. Denn ich habe ihn immer parat in meinem Herzen. Einen besonderen Platz in meinem Herzen. Aber ab dann werde ich das neue Model nutzen, natürlich. Die Zooms sind wieder da. Ich liebe sie viel zu sehr. Ich benutze sie sehr oft. Das tut mir leid.
geht es euch gut, Leute? Wir haben heute Mittwoch. Wir haben heute nicht Samstag, wie ich dachte, irgendwie. Wir haben heute Mittwoch. Wie geht es euch an diesem Mittwoch? War ein White Zoom, brauchen wir auch, ne? So einen dummen White Zoom. Leute, ich habe mir actually jetzt das große Stream Deck geholt. Und das große Stream Deck, da habe ich so viel Platz für so viel mehr Stream. Oh, da ist mein. Ist kurz was umgekippt. Habe ich so viel mehr Platz für nice Scheiß, für nice Stream-Effekte. Für den White Zoom. Für mehr. Und alles Mögliche. Die Antenne wirst du vermissen. Das ist so, die Antenne habe ich mir nur wachsen lassen, weil Chat gesagt hat irgendwann, ha, kannst du nicht mal so eine Antenne dahin machen? Und ich so, dann habe ich die einfach da gelassen. Aber die Musik ist chillig. Wurde von eben schon geschluckt? Yes. Mittwoch ist krass langweilig. No. Da machen wir jetzt ein richtig schönes Elden Ring-Gemetzel. Ich werde wahrscheinlich nochmal richtig auf die Schnauze kriegen. Ich habe mir gerade Lego bestellt für 400 Euro. Geil. Da weiß man auf jeden Fall, das hat man gut investiert. Ein mieses Gespräch auf Arbeit, seit ich seit einem halben Jahr krank bin. Uff. Aber auch seit einem halben Jahr krank sein ist jetzt, glaube ich, nicht so das Geilste. Was man sich so wünscht. Oh, holy shit. Ich freue mich schon aufs neue Model. Freut mich echt, dass ihr so hyped seid, Leute. Debüt 1.7. Schreibt es euch in eure Kalender. Debüt 1.7. Ich weiß noch nicht, es wird sehr scuffed. Es wird scuffed. Wird ein kleiner, lustiger Stream. Und ab dann werde ich euch alles Schöne von meinem Model zeigen. Und es wird toll. Es wird toll. Ja, das Leid anderer. Ja! Ich sehe gerne Leute leiden. Oh, Mr. Lol, du hast dich noch nicht spoilern lassen. Ich habe, glaube ich, auf fast jeder Social-Media-Plattform jetzt schon Bilder und so davon gepostet. Na gut. Oh, Cadiers! Miau. 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 So, danke fürs Papa. Sorry, ich habe was im Auge. Oh, irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert, wie ich dachte, aber es passt schon. Duck Cat. Miau, miau, miau. Ja. Ich habe bisher gut dodgen können. Maximal eine Millisekunde was gesehen und schnell weggemacht. Oh, okay. Das klang wie meine Katze, als sie Verstopfung hatte. Alter, da hätte ich mir aber sehr Gedanken um die Katze gemacht, ey. Popcat Ginger? Schnurren nicht vergessen, schnurren kann ich nicht. Warte, ich kann es versuchen. Ich kann es nicht, nee. Ich kann das einfach nicht. Ich muss irgendwie so ein bisschen eher rollen können und dann. Ah. Nimm, es war zu gut, was? No! Oh, ich habe auch von Jintu den Sub nicht gesehen. Jintu, dankeschön für den Sub. Dankeschön. Dankeschön. Und willkommen bei den Ginger Ninjas. Und Nyx, danke für 3 Subgifts. Dankeschön. Bei dem Popcat-Sound noch auf die Backe schnipsen.
Das sind die guten Dinge, das wollte ich jetzt mal ausprobieren. So. Spucke im Hals, gurgeln mit Flüstertonen. Mein Schnurren. Ich gurgel, glaube ich, anders. Wow. Oh doch, so geht es! Wow! I'm learning the purring. Jetzt geht's nicht mehr scheiße. Nope, tut mir leid. Das war alles, was ich konnte. Das war alles, was ich konnte. Mehr Pairing gibt's jetzt nicht. Das muss ich noch üben. Leute, ich bin keine Katze, ja. Ich bin eine freaking Bergziege, ja. Das ist, macht mich nicht zu etwas, was ich nicht bin, ja. Ich bin furchteinflößend, ja. Ich bin ein freaking Dämon. Bergziege. Sie hat sich stets bemüht. Oh, ein Klang ist, als würdest du absaufen. Ja? Ja. Ja, ja. Ich, ja, nee. Du bist das süßeste Catgirl, das ich... Alter, ich bin kein Cat... Ich bin eine freaking Ziege! Legt euch nicht mit mir an, Alter. Ich bin eine freaking Ziege. Ich hab übrigens... Ich saß übrigens wieder auf diesem Kissen. Und, hab mich jetzt, ja, hab das Kissen weggenommen. Jetzt muss ich kurz wieder hochrutschen. So. Popcat Ginger Peak Content. Ach, Mann, nee. Cool. Oh, nix, dankeschön für deine 1000 Biddies und das Haar im Mund. Ja, ich muss noch mehr tolle Sounds adden, aber langsam ist mein Sound Alerts, wie nennt man das, Bibliothek voll. Ich muss da irgendwie Geld bezahlen, damit ich mehr hochladen kann. Das ist nicht gut. Not good, not good. Slimy Senpai, dankeschön für 9 Monate. Hallo, dankeschön. Oh. So Leute, ich muss jetzt mal meinen Controller langsam mal anschließen. Alter. Ich hab ihn voll vergraben, Alter. Holy shit. Das war das Recap von gerade. Ey. Ey. Ich habe einmal in meinem Leben, weil ihr mich so manipuliert, versucht süß zu sein, ja? Ja, ihr seid manipulativ und böse, Chat. Manipulativ, ich bin doch keine Katze. Alter, die Musik, diese Retro-Musik ist voll nice. Gerade fast so ein bisschen wie Pokémon. Auch nur fast. Wir sind alle Influencer, wir beeinflussen dich. Ist halt echt so, ne? Nicht der Influencer influenzt euch, sondern Chat influenzt den Influencer. Mhm. So, Leute, ich bin gleich ready. Wir müssen nur gucken, ob der meinen Controller direkt erkennt. Könnte so eine Donkey Kong Country-Mucke... Oh, ja, bisschen, ne? Lol, Genick gebrochen. Pst, pst. Wir reden nicht darüber, dass dauernd solche cursten Dinge passieren. So, warte, ich muss noch mal kurz hochrutschen. Nicht so weit hoch, though. So, hallo! Funktioniert es mit dem Controller? Oh, yes! Oh, Lord! Ist der Sound so gut? Es ist für mich voll leise, Alter. Ich mach mal alles ein bisschen lauter. Hm. Mal kurze Lags. Bösartig, Chat. Wie viel Uhr ist das Debüt am 1.7.? Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich wieder irgendwas so 18, 19 Uhr oder so. Mm. War actually mal richtig cute von dir. Psst, Alter. Nein, ich bin nicht ich. Nein. No cute. Ich klang, wenn überhaupt, klang ich sterbend, okay? Sterbend ist okay. Stinkig sterbend. So, Leute, wir sind zuletzt stehen geblieben in dieser Höhle. Und hier gibt es noch irgendein Upgrade. Wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig mit dieser Höhle.
Und hier, das war ich hier, will ich jetzt ändern. Alter, warum hängt das so? Das sieht jetzt gerade aber so ein bisschen wie Elden Ring spezifische. Ich kann nicht mehr reden, Alter. Spezifische Lags aus. Manche Dinge sind ja auch cute, wenn sie sterben. Velex zum Beispiel. Ich finde es süß, wie oft über Velex geredet wird oder andere Mods, die gerade nicht da sind. Uhrzeit bestimmt zwischen 0 und 23 und 29. Nein, 59. Nee, nee, Leute. Nee, nee. Ryder, Ryder. Danke für deine 9 Monate. Oh, Ryder. Das war ein bisschen knapp. Oh, jetzt soll ich auch noch wiggeln, Mann. Was verlangt ihr alles? Was wollt ihr alles von mir? Na gut. Ah, schön. Ryder, danke für 9 Monate. Vielen lieben Dank. Was ist Velex von uns gegangen? Lol. Nein, er ist nur einfach gerade nicht im Chat, meine ich damit. Dann wurde mal gelästert. Party! Hab ich ja Party gehört! Oh Gott. So ist jetzt aber genug, Mann. Ich muss ja mal ein bisschen vorankommen. Hier, den ollen... Ja, richtig schön von hinten. Richtig schön. Wow. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Das war mehr als knapp. So, das da hinten hatten wir geholt. Also brauchen wir nicht mehr. Und die lasse ich einfach mal am Leben, oder? Oder haben die nicht irgendwas Wichtiges gedroppt oder sowas? Ravia, sag dir danke für 9 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh Leute, ich hab wieder richtig Bock zu streamen. Ich freue mich so sehr. Nein, backstabbe den Dude doch wenigstens. Oh Gott, was war das? Ja, Schnieke. Ja, Schnieke, Memo-san. Oh, danke für 33 Monate. Vielen lieben Dank für dein Resub. Lange, lange Zeit ist das. Dankeschön. Ah. Green Dragon, Green Dragon. Dragon. Dankeschön für dein Sub und willkommen bei den... Ginger Ninjas! Vielen lieben Dank. Sorry, ich muss kurz deinen Popo beanspruchen. Danke. Hast du mitgekriegt, dass ein Party-Gift von dir im Discord-Picker zu finden ist? Das ist doch schon ewig lang drin. Ich werde damit von allen möglichen Leuten mittlerweile belästigt. Wie kann man so ein Gift da reinladen? Das ist voll geil. Also ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber es ist voll geil. War da gerade ein Gesicht oder bin ich jetzt einfach nur... Da hat doch gerade ein Gesicht rausgeguckt. Nee, ich bin einfach nur... Ich bin einfach tot, innerlich. Aber wie kann man das machen, dass man bei Discord so... dass man im GIF-Picker drin ist? Finde ich voll geil. Ich würde da auch mehr GIFs so hochladen. Vielleicht sogar extra welche machen, dass man... dass Leute die dann benutzen können. Dein Prozessor ist noch sehr heiß, deswegen laggt es etwas. Meinst du? Die Sache ist, das Spiel laggt auch an sich öfter mal. Das Gerät bewegt sich nicht. Der Gerät ist still. Hype Train! Nein! Lass doch den Hype Train! Boah, ich brauch dringend mal so ein Hype Train, ein paar Hype Train Effekte. Wow, alle Mann an Bord, jetzt gibt's den Hype Train, yeah. Alle Mann an Bord, der Hype Train ist da, yeah. Oh Gott, danke schön. Mondi, danke für 100 Bits und Halbgeist, danke für 100 Bitties, danke schön. Okay, let's go. Nein! Ach du Kacke, no. Ich bin aber gar nicht gehypt. Ich würde ihn auch eher den Scam Train nennen. Den Scam Train! Ist nicht bei der Deutschen Bahn. Oh, doch.
Oh, jetzt habe ich richtig Lust auf so einen Deutsche Bahn-Effekt. Immer wenn der Hype Train kommt. Oh, lol. Danke fürs Pat-Pat. Slimy Senpai, danke schön für dein Subgift. Und Magister, danke für dein Subgift. Und Majora, danke für. Hab ich jetzt alle ein Subgiftet? Lul. Hallo. Danke. Und hallo an Fully, Alter. Fully, ich hoffe, dir geht's gut. Oh nein, da sind zwei Dudes am Chillen. Das ist nie gesund. Nie kann das gesund enden. Kommt der DB-Sound dann immer verspätet? Ach, Leute. Ach nee, da ist irgend so eine. Da ist irgend so ein Dude, der macht seinen Shit von hinten. Nein! I just died. Du hast nur Pech in letzter Zeit. Wieso? Nu? Heute geht's dir mal gut. Na, wenigstens etwas. Nu. Black Sheep! Black Sheep, Black Sheep. Danke auch dir für deinen Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Oh, ich sehe eigentlich gerade. Kein Wunder, dass Dinger nicht funktionieren. Ich muss hier kurz. Moment, ich muss kurz. Ich muss. Okay. Okay, ich glaube, ich bin jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Oh. Mm. Vielen lieben Dank für euer verschwendetes Geld, das jetzt in meiner Hosentasche liegt. Nee, danke. Vielen lieben Dank. Ihr seid so doof alle. Ich muss jetzt erstmal gucken. Falsche Richtung, glaube ich. Ich ignoriere den Dude, glaube ich, und laufe durch. Ich habe keinen Bock. Die anderen Dudes auch. Oh, ich bin doch falsch gelaufen. Anderes. Wir müssen die andere Richtung. Erstmal der ewige Husten, den du mitbekommen hast. Und jetzt die Woche hatte ich eine Durchblutungsstörung im linken Ohr. Und durfte volle Dröhnung Cortison. Was ist Cortison nochmal? Also was macht das? Also eigentlich beschreib's lieber nicht zu krass, weil sonst kippe ich vielleicht um. Aber ist das schlimm? So, ich bin jetzt mal durchgelaufen. Niemand zwingt mich ja, die Dinger da zu bekämpfen. Aber ich glaube, ich laufe erstmal durch und töte den anderen Dude. Ist, glaube ich, besser. Da ist noch einer. Oder? Hier, du da! Unfair. Okay, den muss ich gar nicht töten. Nein! Schon wieder! Oh, ich blick die Situation. Ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. Ich kann das. Oh! Magister! Dankeschön für dein Subgift nochmal und Kamina, danke für 3 Monate. Kamina, dankeschön, vielen lieben Dank für 3 Monate. Dankeschön. Alles für den Spaßzug. Hey, 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 Spaßzug. Nicht nur der Hype Train, es ist auch noch der Spaßzug. Level 2, Okay. Mann, nee. Müssen wir uns ab dem Debüt von den Caddies verabschieden? Yes. Wow. Wow, sehe ich auch so. What's up? Dankeschön für 21 Monate. Dankeschön, Dankeschön für den Resub. Hallo dir. Hallo du, wie geht's dir? Das wollte ich sagen. Hallo du, wie geht es dir? Hendrik! Hendrik, danke für 100 Bits. Wolf Gaming, danke für 100 Bits. Schwierig. Wow, Mugi, danke für 100 Bits. Oh, vielen lieben Dank, Leute. Leute, danke.
Das spendet mir bestimmt Kraft für diesen nächsten Kampf. Vielleicht locke ich die auch nach oben einfach. Wir haben schon 200 Tode geknackt. 200 Tode! Ich benutze diesen Effekt jetzt gerade viel zu oft. Das geht auch nicht. Nein, nein, weg. Das bringt mich um. Danke fürs Fahrrad. Dankeschön. Lol. Hä? Rias! Rias, danke für 5 Subgifts! Wo kommen die denn her? Dankeschön! Dankeschön, Dankeschön! Ach! Lasst mich! Weg, 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 oh weg, weg! Wer raidet mich denn jetzt? Was passiert? Milky-chan? Alter, auf die Schnauze kriegst du, Junge. Meine Güte. Was passiert? Secret Gold! Yeah! Dankeschön! Oh. Set Knuddel Daddy! Danke für deinen Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Und du Rock, danke für 11 Monate! Dankeschön! Und jetzt muss ich erstmal gucken. Milky-chan! Dankeschön für 27, für dein Raid mit 27 Leuten! Hallo! Vielen lieben Dank! Dankeschön, Dankeschön! Wow. Es wobbelt! Ja! Jetzt muss ich erstmal gucken. Sorry. Warte, bist du sogar die? Die Milky. Oh, ist deine Zuschauerschaft nicht Englisch? Englisch eigentlich? Oh, muss ich jetzt auf Englisch reden? Da war ich nämlich gerade ein bisschen irritiert. Jetzt muss ich erstmal gucken. Sorry, da muss ich kurz. Das geht ja nicht. Nee, das geht nicht. Ihr könnt jetzt nicht Hype Train hier. Oh Gott. Danke, wow, 5 Sub gibt's nochmal, Leute. Secret Goat. Doch, die Milky. Oh no. Ah. Yes. Oh no. Please sprechen Sie auf Englisch. I want to verstehe you. Nein, ich bin die mit dem EE. Ja, ich bin's. Sorry, sorry, sorry. Es gibt halt tatsächlich so ein paar Leute, die klingen sehr ähnlich oder haben einen sehr ähnlichen Namen, sind aber nicht dieselben. Und ich war gerade so. Ja gut, Milky, ne? Aber. Ah, die Milky, okay. Oh, oh, oh. English, but like all of us can speak German. Ah, okay. Like, I'm a German streamer, I'm sorry if you got raided here and you don't understand a word, but for all of you that can speak German, I say, hallo, ich bin Ginger. Hallo. Hallo, du Chaot. Hallihallöchen. So, ich muss mir erstmal kurz Streamdrogen reinpfeifen, Alter, ich bin zu aufgeregt. Was habt ihr Schönes gemacht? Dankeschön. Dankeschön. Tetsu hat einen Sub an Milky gegiftet. Dankeschön. Oh. Leute, ich weiß nicht warum, aber wir haben es zur dritten Phase des Hype Drains geschafft. Yay. So wollte ich auch nur erwähnt haben. Ehren-Tetsu. Dankeschön. Wie lieb. Dankeschön. Ginger kann ja überraschenderweise richtig gut Englisch. Also auf TikTok werde ich nur geflamed für mein Englisch. Wegen dem Kawaii-Song, weil ich da so deutsch klinge. Meine Leute, in dem Kawaii-Song von einem Künstler, der, glaube ich, Russisch spricht. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was die Native Language von denen ist. Oder Japanisch, oder ich weiß es nicht. Na, you can call me kawaii. Oh nein, wieso klingst du so deutsch? Schwierig, ne? Schwierig. Oh. Gott, Milky! Oh, Gott, Milky will, dass ich schlucke. Das finde ich gut. Schlucken! Alter, Leute, na, ihr seid richtig am Reinhauen. Was ist denn los mit euch? Du Rock! Dankeschön für 10 Subgifts. Ich habe gesehen, da ging ein Sub an den Biergott. Das ist wichtig. Das sind die wirklich wichtigen Subs.
Oh Gott, oh Gott. Dankeschön, vielen lieben Dank. Und Darth Mulgi hat auch einen Sub verschenkt. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Kann ich bitte einsammeln? Schmiedestein. Oh, Schmiedestein 3. Leute, wir sind richtig am Sammeln hier. Und Runen. Bier für den Biergott. Schön von hinten, wie gemein. Nein, schön von hinten. Ich finde, von hinten ist nicht nur gnädig, das ist auch gut. Wenn ich einmal sterbe, dann will ich es von hinten. Wait, Moment. Nee, das klingt ja noch falscher. So meinte ich das nicht. Ich meinte von hinten sterben. Aber das macht es auch nicht besser. Oh my freaking God. Twitch, please don't ban me. Ich meinte das nicht so. Ah! Hat Mickey geschrieben, was sie Schönes gemacht haben in ihrem Stream. Oh Gott, ich blamier mich so. Alarm! Alarm! Ich muss noch Kniebeugen machen, stimmt. Ich mache jetzt die Kniebeugen, okay? Hier scheint gerade sicher zu sein. Einmal Kniebeugen auf diese Schande. Schande! Schande! Na gut. Kniebeugen! Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Secret Goat? Ein Secret Goat gemalt? Was ist denn ein Secret Goat? Aber ist ja lustig, dass sie mich dann raidet, stimmt. Art gemacht. Ein Secret Goat? Secret Goat. Hallo, meine Freunde der Marktwirtschaft. Brady, so geht's natürlich auch, ne? Brady, wie war das nochmal? Bist du jetzt eigentlich bei der Dokumi? Oder wie ist das? Nee, du hast da Geburtstag oder so, hast du gemeint, ne? Na gut, dann sieht man sich wahrscheinlich nicht. Ja. Danke fürs Papa. Dankeschön. Lass dir von der unsichtbaren Hand des Marktes zärtlich in den Schritt fassen. Leute, das ist mein Mod. Ich habe ihn erzogen. Und wir haben sie 2 Wochen weiter verschoben. Och, Brady. Was ist denn los? Ginger war ein guter Einfluss auf mich. Warst du diese Mods nur aufgegabelt? Die meisten sind einfach in meinem Chat. Und dann sage ich, hey du. Oh, ich sehe gerade, der Hype Train ist vorbei, by the way. Dankeschön für den Support, für die ganzen Subgifts und so. Ihr seid richtige Stinker. Richtige tolle Stinker. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh nö, da sind Magier und davon nicht wenig. Ich sehe jetzt 2, was schon ekelhaft ist. Aber ich wette, da ist noch ein 3. oder ein 4. irgendwo. Ich habe die verschoben, damit Kai noch zu Dokumi kann. Oh, war er eingeladen? Oh, weil er mich gefragt hat, ob auf die Dokumi, ne? Ob wir uns da treffen. Und jetzt sind wir halt verabredet. Krass. Na Mensch, so geht es, ne? Andere hat noch gar nicht angegriffen. Krass. Aber da kommt irgendein Dude angelaufen. Oh nö. Gott, Alter. Kai hat seine Smash-Invitation von mir. Oh.
Ginger geht so auf die Leute zu. Hey du, hey du. Willst du Mod sein und in meinem Keller wohnen? So ungefähr. Actually, ja, so ungefähr. Also dann zeigt man dir offenbar ein wenig Liebe und dann... Wow. Und wird zum Dank beleidigt. Und wird mit Dank beleidigt. Hey, ja, wieso? Wird zum Dank beleidigt. Hey, ja, aber ich... Aber ihr seid doch kleine Stinker, oder nicht? Mach den Online-Modus aus, damit es nicht mehr so heftig laggt. Ich bin mir sicher, es laggt immer noch, selbst wenn ich das ausmache. Oh, das fand er nicht so toll. Oh nein, jetzt kommt dieser komische... Ach nö! Ah, nein, du! Cool, ich bin einfach schlecht, Alter. Einfach nur schlecht. Spielst du jetzt auch mal gut? Voll hier! Jetzt bist du von hinten gestorben. Naja, so schräg hinten. Close enough. Oh. Was? Ja, Fully ist mal heute... Heute ist Fully gut drauf, hat er doch gesagt. Paul, danke für 15 Monate. Dankeschön für dein Resub. Guten Abend, Ginger und Chad. Hallo? Och nö, bleib weg. Bleib weg. Ja, Schnieke. Och, der kommt jetzt mit. Leute, der kommt mit. Ich hasse es. Kashiwat, dankeschön für 29 Monate. Dankeschön. Wie geht's euch allen so? Mir geht es super. Danke der Nachfrage. Holy Macaroni, danke für 10 Monate. Und Nebelstern, danke für deinen Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Leute, wir sind irgendwie während dem Hype Train und seit dem Anfang des Streams, glaube ich, fast auf, also wieder 100 Subpoints hochgegangen. Holy shit, Alter, dankeschön. Heißt du Gasegard? Leute. Hallo, hallo. Das war eben so eine richtig toxic Aussage, bei der nur noch der Zwinker-Smiley fehlt. Und jetzt fängt das gute Spielen an, oder? Gott. Alter, sorry. Du bist viel zu wach heute dafür, dass du nur 2,5 Stunden geschlafen hast. Das ist doch dieses, ist das nicht so diese Reaktion vom Körper irgendwie? Wenn du wirklich viel zu wenig schläfst, dass er irgendwie... Da, ich weiß nicht so genau, wie es funktioniert, actually. Aber wenn man... Also hier werde ich doch 100 pro umgebracht von irgendwas, oder? Das sieht doch viel zu gut aus hier. Wenn man irgendwie sehr viel weniger schläft, dann... Aber dann ist man... Wenn man noch nicht in der Tiefschlafphase war oder so, dann fühlt man sich noch nicht so schlimm. Gesund ist das natürlich wahrscheinlich trotzdem nicht, aber... Guard of Doom, hallo! Alles wird im Schritt? Ja, bei mir ist alles gut. Bei mir ist alles gut. Ich werde ganz schön penetriert vom Spiel, aber ja... Ist halt so, ne? Fully, lass mich! Na, ist das nicht so vom Körper, wenn man... Ja, aber war das nicht so? Leute, na, ganz ehrlich. Das ist der Grund, warum ich so schlecht im Sprechen bin.
Ich vergesse halt auch manchmal einfach, wie ich einen Satz angefangen habe und beende ihn total komisch oder stotter deswegen. Ich muss einfach schreiben, weil wenn ich schreibe, kann ich mir den Satz, den Anfang des Satzes nochmal durchlesen und den dann sinnvoll beenden und nicht sowas machen. Hier im Stream kriegt ihr einfach meine kompletten Gehirnfürze mit. Von Anfang bis Ende. Fenria, danke schön für 17 Monate. Dankeschön. Das passiert mir auch, aber lustig ist es trotzdem, einfach dreimal den Fokus in einem Satz verloren. Ja, mir passiert das echt, echt oft. Ich kenne das aber, ein Tag mit 3 Stunden Schlaf ist richtig frisch noch. Der zweite Tag ist dann aber wie ausgekotzt, ja. Irgendwann rächt sich der Körper ja dann doch mal für den ganzen Schlafmangel. Nee, 2 bis 4 Stunden ist wirklich nicht normal. Ich glaube, das verkürzt deine Lebenszeit, wenn du das lang machst. Oh, der hat einen geilen Schmiedestein für mich. Du sagst was, dann kommt eine Doni oder sowas und dann beendest du den Satz nicht mehr. Nee, ich vergesse einfach, was ich sagen wollte. I just forget it. It's just poof. Poof away. Wenn da wieder der hackfleischhassende Zerhacker gleich kommt, dann hasse ich alles. Och du, Kleiner. Och. Ich mag deinen Sprechdurchfall. Das ist das Netteste, was jemand je zu mir gesagt hat. Dankeschön. Ich mag deinen Sprechdurchfall. Danke. Oh. Das passiert meistens, wenn man beim Sprechen noch andere Gedanken durchgeht. Ich gehe in meinem Kopf 3 Gedanken gleichzeitig durch, gefühlt. Braucht deine Waffe normale oder dunkle Schmiedesteine? Gut, dass Nebu das weiß. Ich weiß es nämlich nicht. Ist da eine Gnade? Nee. Och, die sind mich so am Baiten. Moneys. Ah! Hackfleischhassender Zerhacker! Hackfleischhassender Zerhacker! Hackfleisch! Ah! Hackfleischhassender Zerhacker! Oh, was ist denn da Schönes? Unten ist da ein Boss. Was ist denn da? Ach Mann, ey. Ich bin voll gepanickt. Oh, Arutairu. Wird mal wieder Zeit für ein kleines, für was Kleines für zwischendurch. Arutairu. Danke für die 3 Euro. Vor allem auch danke, dass du immer mal wieder vorbeischneist. Ich freue mich immer. Dankeschön. Ich bin auf jeden Fall kein Hackfleisch geworden. Ja, Mensch, ne? Habe ich gut gemacht, finde ich. 1 Stunde sippen. Ja, dann würde ich ja mal ganz normales Wasser sippen. Schlucken! Bisschen Wasser und Schinken! Oh. Wie Shino da lief. Wenn Fliegen fliegen. Wenn Fliegen fliegen, 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 fliegen hinterher. Haha, den kenne ich schon, aber wie random, warum, Draco? Warum? Kara, 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 no, kara, no, kara, kara, da, wa. Du, 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 du. Es gibt so ein Kiko-Lied, das ich übersetzen wollte. Das heißt irgendwie... Oh Gott. Kara, Kara, no Kara oder sowas. Und ich dachte erst, was ist das? Ist das ein Wort, das mehrere Bedeutungen hat? Und das baut tatsächlich auf genau dem auf, wie mit dem Fliegen. Wenn Fliegen, Fliegen. Also doch, ja, es hat mehrere Bedeutungen quasi. Ist aber ein und dasselbe Wort.
Und ich hatte voll Bock, das zu übersetzen, aber das ist echt schwer. Gut, dass ich von diesem kurzen Songausschnitt direkt wusste, dass es von Kiko ist. Echt jetzt? Das hier? Kann sein. Ich weiß nicht, wie das geschrieben wird. Ich habe auch gerade bestimmt den Liedtext falsch gesungen, weil ich kein Japanisch kann, aber... Och Mann, da hat er mir noch eine mitgegeben. Ich fress einfach einen Besen, Mann. Ich... Geh schlafen, mein Sohn. Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wo ich hier runterfall. Oh, Junge. Da steht nur Kara, 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 no Kara. Aber ja, genau das meine ich. Das Lied meine ich. Also zumindest glaube ich, dass das Lied auf diesem Witz aufbaut. Ich habe das Lied bestimmt dreimal hintereinander übersetzt, weil ich ja nur mit einer englischen Übersetzung arbeiten kann. Und so hat es am meisten Sinn ergeben. Och, du bist einfach ein Kleiner. Nein, da werde ich nochmal beschossen von irgendeinem Dude. Ach, geh dir doch Hobbys suchen. Lol. Danke für 500 Bits. Das ist schon ziemlich nett so. Och, du bist dein. Und jetzt hängt es. Verdammt, ich habe einfach fast kein Healing mehr. Och, nö. Sorry, was? Ich bin jetzt, Freecom, danke für 500 Bits, dankeschön. Möchten Sie einen Besen aus Holz, Plastik, Aluminium? Ja. Ja. Oh. Ach, verdammt, ey. Gute, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich hab Bock zu streamen. Ich hab so Bock zu streamen. Und ich hab halt eigentlich echt viel zu tun. Aber ich hab Bock zu streamen. Stream ist immer so ein bisschen wie eine kleine Auszeit. Da kann ich mir durchquatschen. Elden Ring verkacken. Gibt's eigentlich nochmal... Gibt's nochmal irgendwo... Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, hier irgendwo eine Gnade hinzusetzen, weil der Weg nicht weit ist. Aber ich bin zu schlecht. Ich bin einfach zu schlecht. Boah, dieser Weg, ne? Da sind Tode doch auch vorprogrammiert. Hallo? Oh Gott. Nein! Da krieg ich zumindest Leben zurück. Ja, kick ihn runter. Ja! Ah. Dankeschön. Das war gut. Ich glaube, ich habe die Mine sogar noch gemacht. Ist das so? Hm. Ginger, ich habe eine kleine. Was kann ich machen? Oh, du meinst ein Kind. Die kann man... ja, gibt verschiedene Möglichkeiten, die zuzubereiten. Du kannst sie braten... Bei Deutschen ist mal grillen. Grillen ist halt so richtig, ist richtig beliebt. Aber vorher bitte einmarinieren. Bitte einmal einmarinieren. Da eignet sich gut Thymian. Kannst du ein bisschen Kräuter de Provence, das passt immer. Ja, und dann soll ich den Verfassungsschutz rufen. Ah.
was macht eigentlich dein höhenverstellbarer Schreibtisch? Wir haben einen Laden bei uns in der Nähe, der einen sehr gut berät. Ich will halt, ja, ich möchte unbedingt das Richtige für mich, das Gesündeste für mich holen. Und weil jetzt gerade unfassbar viel Stress ist und also wir mit dem Umzug halt unfassbar viel Stress haben, haben wir gesagt, sobald der Umzug stattgefunden hat, sprich in 2 Wochen, kann ich endlich mich um den Schreibtisch kümmern. Das werde ich sofort machen, weil ich keine Lust mehr habe, echt an diesem Schreibtisch hier zu sitzen. So, wie kriege ich denn noch eigentlich mal, wie kriege ich denn noch mal mein Schild wieder zurück? Ah, ja, in einer Stresssituation kriege ich das nicht hin. Senpai of VTuber, dankeschön für 3 Monate, vielen lieben Dank. Danke für deinen Resub. Ich wusste, dass es ums Essen gehen wird. Warum? Wie konntest du das vorhersehen? Hackfleischhassender Zahaka. Der Hackfleischhassende Zahaka. Ist tot. Weißt du, der hat mich umgebracht. So eine Lappenmaschine. Ist hier sonst nichts? Ein Schmiedestein. Cool. Was, dein bester Freund hat einen Crush auf sie, aber du willst sie essen? Das ist schwierig. Das ist wirklich nicht einfach, ich verstehe das. Du kannst ihr sagen, dass sie noch süßer ist, wenn du sie mit Schokolade einreibst. Bitte stirb einfach, Junge! Nein, jetzt gibt's kein Papat. Okay, jetzt. Ja, danke fürs Papat. Dankeschön. Ja, ich sehe aus, Alter. Ich sehe aus. Der Hackfleisch hassende Zahacker. Och nö, was sind denn das für Dudes? Ich lass die mal. Gehört das bitte stirb einfach auch zu dem, was man sagen soll? Bitte nicht. Ich hab gehört, das kommt nicht so gut. Lol, was geht denn hier bitte? Denkt ihr, ich kann versuchen, einfach mal durchzurennen, weil ich habe nicht mehr viel Leben. Alter Majora, ich kotze gleich. Majora, bleh. Alter Lini, bitte was? Bitte was? Hackfleisch aus der Zacke. Hackfleisch aus der Zacke. Ich gehe da mal. Ich gehe da mal. Ich gehe dann mal hier durch. Ich gehe da mal. Ich gehe da mal. Ich gehe da mal hier durch. Junge, was? Und da vorne ist ein Boss. Ich hab nichts mehr zum Heilen. Ich hab mich vor dem Schrei mehr erschreckt als vor dem Kerl. Sorry, Leute, ich hab mich so erschrocken. Dark Prime, danke für 16 Monate. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Vielen lieben Dank. Einfach keinen Schaden kriegen, ja. Ist das wieder so ein komischer Riese, den ich auch nur zweihändig schlagen kann?
hätte das nicht besser in Szene setzen können. Oh, never! Ist nur ein Miniboss. Weiß nicht, ob sich da eine Wette lohnt. Nee, mach mal nicht. Wir kriegen das so hin. Wir sind gut. Saria, danke für 5 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Leute, ich werde jetzt bestimmt sterben. Aber wir machen das trotzdem, ja. Ich bin guter Dinge. Wir laufen jetzt hier durch mit Stolz. Oh, da ist sogar wirklich der Boss. Kristalliana. Oh lol, was bist du denn? Boom, boom, Boomerang. Oh lord. Oh nein. Diese Räder aus Dark Souls 1. Okay, aber ich verstehe. Oh nein, das ist wirklich so ein Vieh, das man nicht hauen kann. Ich kann meine Skelettos rufen. Oh, ich habe aber kein Dings mehr. Ich kann nichts rufen. Niemand hilft mir. Leute, ich mache keinen Schaden. Wie ein Boom. Boom, Boom, Boomerang. Da rufe ich in den Wald, aber vergesst, dass der auch rufen kann. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Werfe gerne weg, aber ich habe noch niemals gut gefangen. Kann ich das kontern? Nee, scheiße. Wie ein Zelda so zurückschlagen. Obwohl gehört, der kann ärgerlich sein. Lol, ich weiß nicht, wie lebe ich noch. Boah. Also, wenn ich jetzt keinen Schaden mehr krieg. Dann dauert es nur noch 3000 Jahre. Ihr seht ja nicht mal, wie ich Schaden mache. Eieiei. Oh Lord. Ach, die ist jetzt irgendwie geknackt. Jetzt mache ich mehr Schaden. Lol. Nein, es hängt. Schwierig. Yes! Wie lebe ich noch? Aber schwer war der wirklich nicht. Aber dass ich wirklich nicht... Dass ich wirklich noch überlebt habe, Alter. First try ohne Healing, 1 HP. Ja, aber gut, der war jetzt nicht schwer, Leute. 1 HP ist alles, was man braucht. Ja gut, hab ich auch wieder recht, ne? Warum habe ich alle Emotes? Du hast einen Sub bei mir. Vielleicht hat dir den jemand geschenkt. Okay, hier ist aber jetzt aber sonst nichts mehr. Dann verpiss ich mich mal. Tschüss.
Gut, dass ich das geschafft habe. Aber meinte Nebu nicht, hier ist ein Upgrade für mich? Das habe ich noch nicht geholt. Oh, ich habe ein Item gekriegt. Ach, ich bin immer so richtig, wenn ich was geschafft habe, dann drücke ich das immer weg. Ja, ich habe irgendwas gekriegt, das stimmt. Ich habe es einfach überhaupt nicht mitbekommen. Was ist das für ein Item? Hängt mein Spiel? So, jetzt. Das hier? Nee. Ich habe irgend so einen Blob gekriegt. Das hier! Klangperle des Schmiedesteinschürfes. Gebt dies Zwillingsjungfernhöhen für neue Objekte. Ist das was fürs Hub? Für Dings? Nee, nicht. Ja gut, die Schmiedesteine, aber es hieß... Hier gibt es an sich nochmal ein paar Upgrade-Sachen. Das ist wieder richtig typisch FromSoft. Ich finde das total unverständlich im Prinzip geschrieben, aber ich weiß, was sie meinen. Aber mit neue Objekte kann ja auch alles gemeint sein, aber die meinen im Sinne von, ja, der Shop, ne, die Person, bei dem du irgendwas upgraden kannst, da gibt's halt jetzt dann neuen Stuff damit. Wodurch ich Schmiedesteine 1 und 2 unbegrenzt kaufen kann. Oh. Vielleicht sollte ich mal für alle Fälle regenerieren. Ja, wollte ich ja. Moment. Also selbst wenn Lixel, wäre es ja jetzt nicht mehr schlimm. Aber ja. Jetzt an Falldamage sterben. Ja! Hä? War hier nicht eine Gnade? Doch, hier. Stufenaufstieg? Ja, lange nicht. Und es gab ein paar Steine. Aber gibt es hier nicht noch mehr Wege? Gibt es hier dann nicht noch mehr? Ich weiß halt gerade nicht, wo genau. Und das geht hier zu schnell. Aber hier war irgendwas zum Zwischenjumpen. Hier! Ah, okay. Aber sehr viel ist das hier nicht. Und da ist auch noch was. Hallo, ich sterbe. Uff. Upsi. Oh. Ja. Haha. Danke, Wusti. Wusti ist schwierig wegen dem Video oder warum? Gutes Timing. Ja, hast du super gemacht. Großartig. Soll ich jetzt mir noch meine Runen wiederholen, oder? Wow. Der eigentliche Boss, die Schwerkraft. Ja, damit hätte sich das jetzt ja auf jeden Fall erledigt. Gut, dass wir es, Dann gehen wir jetzt mal ins Hub, ne? Ohne Runen. Machen wir mal kurz. Ich hasse alles. Scheiße. Was ist los mit dir? Was hast du genommen? Hä? Was denn? Akailo, danke für 20 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wo bist du mit deinen Gedanken? Hä? Warum? Was habt ihr denn? Ich wollte da raufspringen, habe aber das Timing verkackt und bin dann gestorben. Oh Gott. Krass gut gemacht. Dankeschön. Oh, wer seid ihr denn? Er ist Berater. Okay.
Ich sehe alles, ja. Anrufungen studieren. Was? Halt eine kleine Menge LP. Halt eure LP und die von Verbündeten. Oh. What? Mhm. Karl, ich bin von YouTube hier gelandet. VTube Guides. Ach so, hast du mein Tutorial gesehen oder sowas? Hallo. Schön dich zu sehen. Hallo. Aragami. Dankeschön für 14 Monate auf Tier 2. Danke für dein Resub. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Geht in Flammen auf. Oh. Mhm, damit schieße ich Schockwellen aus meiner Brust. Gut zu wissen. Redest du gerade das erste Mal mit den NPCs in der Tafelrunde? Ja. Vielleicht sollte ich wirklich mal mit allen reden. Mit denen da in der Mitte hatte ich auch noch nicht geredet. Oh, verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Heiligschaden. Oh. Oh. Hm. Man nennt sie auch Elektro-Titte 5000 Volt. Oh, Leute. Ginger Nekomimi. No! Also ja, jetzt gerade schon. Ja, jetzt gerade ist Ginger Nekomimi, das stimmt. Und ja, ich habe mit den Leuten hier in der im Hub noch nicht geredet. Okay, da platzen erstmal ein paar Bücher, kennt man. Weil ich bin faul und rede nicht gerne mit NPCs, okay? Hä, war hier nicht mal so ein Typ, der verkrustet im Bett lag? Nee, das war woanders, oder? So ein krustiger Typ. Hallo? Hä? Okay, jetzt kriege ich eine Pose, cool. Wie stehst du zu Workouts? Oh, hallo. Dafür muss man sich hier outworken und das finde ich nicht gut. Kaufen. Eine Klangperle. Ah. Runenbogen. Ich war hier noch nie. Was ist denn das alles Schönes hier? Hier gibt es irgendwelche Äxte und Kolben und was ist das? Blauer Losungsring. Mhm. Okay, ja gut, sowas brauchen wir glaube ich nicht. Speicherplätze, krass. Okay. No, der No-NPC-Run, auch eine Möglichkeit, das Spiel durchzuspielen. Na was? Ja, dann gebe ich denen jetzt die Perle, ne? Oder wie ist das? Hallo! Hallo Marshmallow, hi! Hi! Hallihallöchen. So. So, jetzt haben wir das angeboten und was ist jetzt? Schimmerstein überrascht. Zerbricht das Juwel und verbraucht FP. Erschafft einen magischen Bolzen. Cool. Ach, jetzt kann ich das hier kaufen, wirklich. Ah, jetzt kann ich Schmiedesteine 1 und Schmiedestein 2 kaufen. Und einen Schimmersteinüberrest. Mhm. Eine Frage zu VTubing, darfst du sie stellen? Am besten immer unter die Tutorials einfach in die Kommentare. Ich antworte mal so schnell ich kann. Yes, yes.
Aber wenn es zu spezifisch ist, kann ich es dir hier jetzt sowieso nicht erklären. Du hast den Werkzeugkasten noch nicht? Was für ein Werkzeugkasten? Ich habe irgendwann mal irgendwas gekriegt, aber fragt mich nicht was. Ich weiß die Hälfte meiner Items nicht, was die sind. Ich habe sie einfach erfolgreich alle ignoriert. Bis jetzt. Eine Rüstung. Das hier habe ich zumindest, ne? Diese Purpurklinge. Ach so, man kann das da kaufen. Ich habe mit diesen Zwillingen, glaube ich, zum ersten Mal geredet jetzt, deswegen. Erinnert sich gerade, dass es ein Blind Run ist. Ja, das ist Blind. Das ist Blind. Und ich war in diesem Hub wirklich noch nicht viel. Crafting Kit. Das hier? Oh, ich habe ja keine Runen. Gut, warte, dann teleportieren wir uns vielleicht mal kurz irgendwo hin und holen uns ein paar Runen. Oder wir bleiben hier und benutzen einfach ein paar Runendinger. Wir haben ja ein paar. Wie viel gibt denn das? 200! Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es am Online-Modus gibt. Ja. Kannst du mal den Online... Ja, die Sache ist Gurkennova, das ist nicht der Grund. Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit meinem PC. Und stuff. Boop, boop, boop. Nutze ich VCFace oder muss ich Unity benutzen? Ich wüsste nicht, wie es in Unity geht. Wenn du es in Unity irgendwie schaffst, dann go ahead. Ach so, doch, ich weiß, wie es geht. Das ist doch deine Entscheidung. Das ist eine Frage des Stils und was du haben möchtest. Sallyware. Sallyware? Jellyware? Kellyware? Kelly? Sorry, es gibt so viele Möglichkeiten, das auszusprechen. So, ich möchte bitte davon jetzt... 4 nutzen, ne, 5. Ich weiß nicht, was ich da gerade ausgewählt habe. 1000, cool. Das reicht auf jeden Fall für dieses Kit. Und dann gucken wir mal, was das macht. Weil ich hatte noch nicht das Verlangen, was zu kaufen, ja, irgendwie was zu machen, womit ich craften kann, weil ich irgendwie noch nicht so richtig reingekommen bin in die ganzen Items. Gerade sitzen? Oh, shit. Habe ich mich gerade so bequem hingesetzt. Na gut, okay. Gerade sitzen. Ich hoffe, deine Tutorials werden mir dann gut zur Seite stehen. Ich hoffe auch. Ich hoffe, dass sie nützlich sind. So, jetzt habe ich so ein Crafting-Kit. Cool. Und jetzt kann ich Dinge craften. Das Ding ist essentiell für sehr viele Items. Ja, ich habe halt noch gar keine Items benutzt irgendwie. Verursacht Schaden, also das so fett, das kann ich mich, damit kann ich mich einreiben und dann mache ich Feuerschaden. Hm. Ja, wie das alles funktioniert, weiß ich immer noch nicht. Ah, mein Cell. Wie die Zelle im Englischen. Cell. Okay. Sally. 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 Goldharz, da machst du Elektroschaden. Menü unter Objektherstellung. Ah, über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Oh, ich habe hier komische Eier. Blutstillende Boli lindert drohenden Blutverlust. Mhm. Stinktopf. Verursacht tödliche Vergiftung. Oh.
Noch mehr Fett? Regenbogenstein. Erzeugt buntes Licht, das euch leitet? Was? In dunklen Höhlen oder wie? Noch mehr magische Bolzen? Na gut. Stinkschopf, die Toilette. Was machst du denn hier? Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself, feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. Nee, aber du siehst nicht mehr ganz so fresh aus, Dude. Trust me. I've been long without peace. Don't spoil my quiet here. Okay, sorry. Ja, dann bleib halt hier und rotte. Rotten irgendwie Bücher hier drum, oder? Krasser Scheiß. Stinktopf, das bist du. Och Leute, danke schön. Was soll denn das? Die ganzen Bücher, die du immer findest, waren Rezepte für den ganzen Shit. Okay, I see. Ja, schwierig. So, weiter geht's. Wo ist die? Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und du packst das! Pack die Schwänze! Mach sie schön! Du kriegst das hin. Oh boy. So, gehen wir mal. So, Ginger. Herr Wursti ist halt voll dabei. Deswegen. Ich frage mich eigentlich, wann Wursti mich hasst für sowas. Und um zu schauen, ob du einen Sprung überlebst und ihre wichtigen Eigenschaften, sie leuchten bunt. Ob du einen Sprung überlebst. Ach so. Was soll das heißen, wann? Oh nein, so schlimm schon. Oh no. Hast du schon Godric besiegt? Ich glaube schon längst. Zeigt mir eure Waffen. Meine Waffen zeige ich dir. Warte, was brauche ich denn dafür? Ein Schmiedestein 2. Ich habe davon 8 und ich brauche 6. Was? So viele? What? Krasser Scheiß. Ja gut, dann, ne? Rein da. Dann. Nee, ich habe 2 und ich brauche 9. Oder wie rum ist das? Scheiße. Auf jeden Fall. Nee, warte. Vielleicht habe ich auch noch 9, aber ich habe keine Runen mehr. Das könnte auch das Problem sein. Da machen wir mal ganz kurz. Ich meine, wofür haben wir es denn, ne? Wow. Hast du schon durchgespielt? Nein. Nein, ich spiele hier blind und ich bin noch voll dabei. Ich habe bestimmt nicht mal 20% des Spiels gesehen, würde ich jetzt mal so schätzen. Es wäre Zeit für einen Hauptbosskampf. Nee, jetzt will ich erstmal meine Sachen verstärken. Hey, krass. Wie viel Stuff ich davon habe? LOL! Okay, jetzt habe ich nicht. Jetzt habe ich nicht mehr genug Steine. Krass, was? Uchigatana plus 9? Uchigatana plus 9? Ist das jetzt nicht voll krass? Das habe ich ja jetzt erst gesehen. What? Wow. Krass. Bin ich jetzt nicht voll cool? Was kann ich sonst noch so machen? Sollte ich mir mal irgendwas von dem Stuff hier kaufen? Es geht auf plus 25. Oh. Oh. Krasser Scheiß. Ich glaube, plus 9 ist schon ziemlich gut, oder?
Ich finde mich nicht wieder. Kann ich bei dir eigentlich schon Geistersachen? Ach. Ich kann die Hunde verbessern. Aber sonst fehlen mir Gräbertal-Lilien. Für den Augenblick, ja. Sind sie rar? Ist das so? Schade, Mann. Für den Anfang, ja. Okay. Hat er mir nicht Dinge verkauft vorher? Ach nee, das warst du. Hier, hast du nicht irgendwie so coole Sachen? Feuerschaden, erhöht Magieschaden, Resistenz. Nee, hattest du nicht coolen Scheiß? Sorry fürs ganze Hixen. Oh, ich habe nicht genug Runen. Und Heiligschaden, ist das nicht voll nice? Heiligschaden? Es gibt halt bestimmt einfach Gegner, die dagegen schwach sind und dann ist das praktisch, aber Ich habe halt jetzt nicht genug Runen dafür. Untote sind dagegen schwach. Ja gut. Aber dann reicht es, glaube ich, für mich erstmal so. Ich würde irgendwie gerne mal neue Tränen. Tränen? Neue Geister finden. Ich glaube, bei der alten Frau in der Mitte Treppe rauf gibt es auch noch was. Oh, okay. In der Mitte die Treppe rauf. Oh, ich habe vergessen, dass die hier ist. Talente lernen. Ah. Wirbelnde Waffe. Boah, diesen ganzen Shit benutze ich alles gar nicht, ey. Gegenüberliegende Seite. Nicht den. Andere Seite. Oh. Let's go to the other side. Ach, die alte, okay. Gut, die ist halt auch wirklich alt, das stimmt. Heldenausrüstung erhalten. Ah, das war das mit den Dinge, die ich von Bossen freischalte, oder nicht? Halbmondkrone der Königin. Ist das diese Mutter gewesen? Mother. Aber wie gut das ist, weiß ich jetzt halt auch nicht. Aua. No way, ich habe wirklich Stufe 1 für einen Monat geschenkt bekommen. Ja, da war jemand richtig großzügig. Und hat mein paar Subs hier reingeballert. Dankeschön, by the way. Yes. Weiß nicht, wie viel besser das ist. Die guten Finger. Etsy, Dankeschön für 20 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Über das Statusmenü könnt ihr eure Stufe... Wait, wow, war ich hier noch nie? Eure Attribute, Basiswerte und mehr überprüfen. Diese Informationen zeigen auch Änderungen an eurem Angriff, eurer Verteidigung und eurer Resistenz an, die durch ausgerüstete Waffen und Rüstungen verliehen werden. Boah, das sind so viele... Das sind so viele Zahlen und Wörter. Boah, ich bin schon auf Stufe 45? Holy shit. Talisman-Slots scheine ich schon zu haben. Ich benutze davon überhaupt nichts. Wow.
Krass. Mathe halt. Das sind nur Zahlen, ich muss ja nicht mehr rechnen. Verteidigung. Hä, was sind diese großen Zahlen? Also hier direkt hinter mir. 23.000. Ach, Schadensresistenz dann. Mhm. Mathe, Mann. Ich wollte eigentlich nur gucken, was mit meiner Rüstung gerade ist, wie geil die ist. Ich würde halt gerne einfach die Sachen vergleichen. Ich weiß nie, ob etwas gut ist. Wenn ich irgendwie neue Rüstung sehe, würde ich ja gerne sagen, boah, die ist voll geil. Aber ich sehe nie den Vergleich davon. Deswegen ist immer schwierig. Schwierig. Die Rüstung ist nicht besser als deine momentane. Ja, okay, cool. Aber woran seht ihr das? Also außer, dass man sich die Werte von eben gemerkt hat. Die muss einfach stylisch sein. Na gut. Menü findet für die Macht der Echos, könnte die Kraft des Namensgebers empfangen. Ich habe keine Ahnung. Jedes Echo kann euch eine Kraft liefern. Sobald ihr die Kraft empfangen habt, vergeht das Echo. Achso, so einmal Ding. Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Dann kriege ich die Macht der Vollmondkönigin. Für wie lange? Haltende Macht? Nee, ich krieg dann Items? Und ich krieg eine Drachenhand? Merk dir die Zahlen. Das ist doch mega scheiße. Man bekommt eines der Items. Aber nur eins? Ach, ich kann mir das aussuchen. Oh. Oh ja, krass. Königliches Zepter. Ich kann einfach Leute mit Vollmonden abwerfen. Was? Genau daran, man hat sich die Zahlen gemerkt. Wow, das finde ich mega scheiße. Das sind einfach 6 Zahlen. Ich kann mir nicht mal eine Zahl richtig merken. Dann musst du immer ins Menü die Dings auswählen, dann nochmal raufgucken auf die Werte, Werte merken, wieder weg, musst du 2-3 Mal wegdrücken, dann wieder zur alten Dame hin, dann den Shop öffnen. Dann das Item auswählen, dann die Werte wieder angucken. Bis dahin habe ich alle Werte wieder vergessen. Mal eben den Mond jeten. Na gut, ich kann mir auch einen Screenshot machen, aber das ist halt... Elden Ring Souls Menüs muss man erstmal studieren, Alter. Echt, irgendwo hinschreiben. Das ist doch voll Kacke. Das ist doch keine Rechtfertigung. Hey Ginger. Hallo. So, ich muss mir mal ganz kurz ein bisschen Wasser eingießen hier. Yay, what's up, Gamers und Co. Hallo. Deswegen wähle ich meine Armor einfach immer nach Fashion. Das ist immer gut. Oh, das mit dem Mond klingt schon geil, aber das werde ich nie benutzen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das habe ich und das tausche ich ein. Aber das kostet mich nichts, oder?
Nur das hier kostet mich was. Hallo? Das hier kostet mich was. Wie gut ist Tom in Elden Ring? Er hat's durchgespielt. Ich denke, ganz gut, I guess. Guide you. Yo, yo, yo. Einfach auf zwei Stats, dann siehst du ziemlich gut, welche besser ist. Okay, ja, ich verstehe schon, aber das behebt meine Kritik nicht. So, wo gehe ich jetzt nächstes hin? Ich guck mir mal die wunderschöne Karte von Nebo an, die er mir gemacht hat. Wir müssen in dieses andere Gebiet zurück. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Weil da ist noch ein Boss. Den habe ich letztes Mal nicht mehr machen wollen. Weiß auch nicht, ob wir den heute schaffen, aber wir werden. Ich würde auf jeden Fall gerne mal hingehen. Hier war das gute Stück. Hier, hübschiger Ort. Da unten bei so einem Baum. Sollen wir da schon mal eine Wette draufsetzen? Bin ich denn schon direkt da beim Boss? Ich glaube, ich würde erst mal warten, bis wir überhaupt da sind. Oder ist das direkt schon... Bin ich denn direkt schon da? Oh, papa. Isolina! Isolina, dankeschön! Für 9 Monate! Wie schnell die Zeit verging, ja! Ich bin allgemein, es ist so krass. Leute, das halbe Jahr ist schon fast wieder vorbei. Was ist passiert? Warte, ich muss jetzt nach Südosten. Hierhin. Hab ich da Glücksspiel gehört? Oh, ja, vielleicht. Vielleicht schon. Oh nein, hier sind wieder Bären. Oh Gott. Nein, lass mich. Wenn ich in den Untergrund wechseln will, muss ich auf der Karte was drücken. Lol. Wo ist denn... Was ist denn der beste Nebo? Wahrscheinlich hier einfach, oder? Oder hier. Oder hier. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, welcher war. Welche Bosse willst du machen? Ich will jetzt hier unten mal gucken, weil hier haben wir uns noch nicht so ganz umgeguckt. Ich glaube, ich bin richtig. Ich glaube, genau hier wollte ich hin. Bam, bada, bam, bam, bam. Nein. Spring ab. Flamme entzünden. Es brennt. Wie viele gibt's denn da? Sind jetzt alle wieder resettet? War nicht hinten auch noch ein Flammendingens? Hier ist noch eine Krabbe irgendwo, oder? Ich erinnere mich an was. Hallo, hallo. Oh nö, ich erinnere mich und ich will da nicht zurück. Nee, nee, nee. Ach so, da muss alles brennen. Und da sehe ich, was noch fehlt. Dankeschön für den Tipp. Ja, dann brauche ich aber noch ein bisschen, ne? Hoch, Alter. 1, 2, 3, 4. Wenn ich mich jetzt nicht vergucke, 4 Stück, die noch fehlen. Sechs gibt es, aber dann passt es ja nicht so ganz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich habe 4, also fehlen mir noch 4.
So, ich hoffe, auf jeden Fall brauche ich noch ein paar. Ach, die unteren brennen von Anfang an. Ach, das wusste ich ja nicht. Das weiß ich doch nicht. So, jetzt beschießt mich da einer. Oh Gott. No, please, no. Ist das okay, wenn ich jetzt einfach mal durchrenne? Oh, no. Okay, hier sind 100 pro irgendwelche Gegner. Es ist so schön hier. Das Gebiet ist so schön. Dann ist Weihnachten, ja. Und wenn das vierte Lichtlein brennt. Bei der Treppe mit den Säulen ist noch etwas, das ich nicht missen sollte. Ich dachte, da gehe ich hin, wenn ich alle Säulen habe. Manchmal habe ich das Gefühl, ich denke zu viel für das Spiel. Manchmal viel zu wenig und manchmal viel zu viel. Oh, komme ich da rüber? Leute, kommen wir da rüber? Bestimmt, oder? Ach. Schön. Hä, warum kommen wir denn da nicht hoch? Ah, jetzt. Das ist schon eines der schönsten Gebiete im Spiel, ja? Wow. Einfach weil es... So much stars. Da hinten steht irgendein Dude und guckt in die Sterne. Kann ich verstehen, würde ich auch machen. Ein Stein, Schwert, Schlüssel. La 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 la. Nice key, bro. Irgendwie will ich da runter. Irgendwie sagt mein Hirn, das ist cool. Die Sache ist, kam ich nicht von oben? Wo bin ich? Oh Lord, was war das denn? Oh. Wo ist denn die Ginger? Hallo. Hallo. Ich bin hier. Gott, komme ich einfach wieder runter? Komm schon. Okay, das war jetzt irgendwie fast doch schon so eine Höhe, von der man annehmen könnte, dass ich hier Schaden krieg. Ja, wo bin ich denn? Oh Gott, bitte nicht mit so viel Speed. Schön. Okay, ich sollte vielleicht nicht mit so viel Schwung abspringen, Alter. Ach du Kacke. Ich bin ja voll weit nach vorne geflogen. Scheiße. Mann. Gravitation. Scheiße. Tschüss, Green Dragon. Meine Ohren, es tut mir leid. Oh Gott. Ja, das war extra, Leute. Das war extra. Es tut mir leid. Oh, da liegt ja ein Item. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Oh, hier liegt eine Karte. Test, ob noch alle wach sind. Lol. Oh, ist das hier ein Boss? Ich erinnere mich an den Boss. Ich habe den gesehen. Leute, hier wurde ich schon gespoilert. Aber den Boss gibt es wahrscheinlich erst, wenn alles leuchtet, ne? Hä, jetzt mutet ihr alle, oder wie? Oh nee, das ist ein totes Pferd. Oh nö. Och, mein Kumpel, du siehst ein bisschen trocken aus und haarig. Trocken und haarig. Oh. Oh, oh, oh.
wie lange mich die rumliegende Karte gestört hat. Ihr hättet ruhig sagen können, dass da eine Karte liegt. Ist okay. Oh Leute, heute bin ich einfach... Du siehst heute gut aus. Danke, Kasia. Wow, vielen lieben Dank. Sorry, Leute, ich bin schreckhaft, okay? Aua. Bitte, lass mich in Frieden. Oh, sorry für alle, die ich jetzt geweckt habe. Es tut mir doch leid. Ich habe mich halt voll erschrocken. Ja, ich wollte da nicht runter. Oh nein, jetzt werde ich gefistet. Oh, shit. Du hast da was im Arm stecken. Ich hatte da noch ganz andere Dinge ganz woanders stecken. Was sind das für Ausdrücke hier? Er ist mein Stream, ja. Ich kann hier so viele Ausdrücke drücken, wie ich möchte, ja. Fisten ist doof. Ja, Leute, wenn ich mal nicht mehr weiß, was ich für Merch machen soll, dann wird es einfach Fisten ist doof. Ich finde, das ist so eine Message, mit der kann jeder relaten. Und, ja, ist auf jeden Fall verständlich. Lol, ich werde gerade richtig durch. Holy shit. Rufen die damit irgendwas? Ja, ich... Vielleicht lasse ich die auch einfach. Ich war ziemlich geflasht, als ich bemerkt habe, dass das Gebiet unter der Erde lag. Nicht nur gibt es eine fucking große Overworld auf der Oberfläche, sondern auch eine weitere große Welt unter der Erde. Ich muss gestehen, irgendwie habe ich das halt so selbstverständlich wahrgenommen, weil ich mir dachte, ja... Hier ist eh alles über. Das ist okay. Jetzt will ich halt noch das Item, das da lag. Ist das cool, was da lag? Oder nicht so? Boah, da die Viecher wollen nix Gutes von mir. Oh. Die sind ja zumindest schnell tot. Wenn ich möchte. Wieder einen Schritt näher an den Boss. Yes! Kann ja sogar backstabben. Nice. Ich war ja eigentlich schon, aber naja. Und ich dachte, dass Naya uns die Ohren blutig schreit. Aber dann kommt Ginger mit gefühlt 200 Dezibel lauter als sie. Hey, Leute, ne? Nur meine Frequenz ist höher, ja? Das heißt zwar nicht, dass es nicht trotzdem wehtun kann, aber... Ja. Oh, Lord. Hier, ich war hier in den ganzen Ecken noch nicht. Bei der Stinkeblume war aber nichts mehr, oder? Nicht noch so ein Thron-Säulending. Was ist das? Ach, das ist ein Baum. Du bist ein Baum? Warum sind hier Schweine?
bist ein Baum. Trinas Lilie. Ist das besonders oder so? Hm. Oh. Sei der Baum. Ich kann der Baum sein, wenn ich das will. Aber heute fühle ich mich nicht so. Heute bin ich nicht so im Baumfeeling, würde ich sagen. Was zur Hölle geht denn bei dem Jungen? Lululu. Moin, moin, Mix Bernie, hallo. Alter, ich sehe auch gerade so viele Follows kommen hier rein. Dankeschön, Leutchens. Für die ganzen Follows. Wir haben übrigens doch gar nicht geschluckt. 2 Stunden, Leute! Schlucken! Oh Gott. Oh. Der hat dich ganz schön umgerannt. Ich glaube, das war ein Fan. Oder ne, ich bin so... Ich bin so aufgeregt. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert bei diesem Fantreffen. Kampfkeks! Wow! Oh, ich mag den Namen. Kampfkeks, danke für deinen Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön! Vielen lieben Dank. Oh, da oben ist schon ein Ding, das habe ich schon, aber da ist noch ein Item, das ich nicht geholt habe. Du hast dich zum Schlucken da, Alter. Dann hol dir was. Trinken ist wichtig, ja. Krabbe, lass mich. Ich will heute nicht krabinieren. Da ist ein Portal. Da oben war ich noch nicht. Da könnte auch noch was sein. Jumpscare-Krabbe, ich dachte nur, ich hab nicht damit gerechnet, dass sie damit hochkommt. Hier sind auf jeden Fall 3 von denen, aber die machen nichts. Oh, wo bin ich denn jetzt? Adernblatt. Hm. Oh. Falkensturz-Dreieckschild. What? Was finde ich denn alles hier? Okay, wenn ich hier runterspringe, finde ich den Tod. Komme ich von da? Das sieht ja voll cool aus. Ich hoffe, Kai bringt mir eine Portion Nudeln von der Dokumi mit. 2 Wochen später feierst du doch deinen Geburtstag, hast du gemeint, oder? Warum willst du denn 2 Wochen alte Nudeln von der Dokumi? Das ist doch eklig. Ich brauche deine Routine als Stütze, siehst du? Das ist wichtig. Ah, ist das nicht auch so eine Säule? Nö, das ist einfach nur so ein Ding. Cool. Wo ist denn der Rest? Weiter hinten. Ich kann leider nicht zu Dokumi. Ich habe schon gesehen, dass sehr viele nicht... Also, dass sehr viele wollten, aber das halt irgendwie verpasst haben oder... einfach nicht können diesmal. Falkensturz Dreieckschild. Richtiger deutscher Ortsname. Bitte was? Da hinten ist doch der Stinkeraum. Stinkeraum. Aber hier in dem Stinkeraum ist nichts, oder? Stinkeraum ist gleich Chat. Nee. Nee, diesmal nicht. Bin richtig gut da drin, den Rest zu finden.
Nein! Oh, hier liegt was. Goldener Federtierfuß. Ah, cool. Do. Oh, hier könnte vielleicht was sein. Yeah. Oh, hier wird gleich geschossen, oder? War das nicht hier? Hier sind so viele von denen. Dann werden die bestimmt auch so ein... Habe ich das da hinten schon? Was? Wie zum Fick überlebe ich das denn? Wie? Wie überlebe ich das? Rollen? Ach, Dodge rollen. Kann ich? Okay. Aber bevor ich das mache, muss ich mal ganz kurz pinkeln gehen. Loser. Was willst du jetzt, Marshmallow? So, ich muss mal ganz kurz pinkeln gehen, Leute. Ich gehe mal kurz pinkeln, ich bin gleich wieder da, ja? Gleich wieder da. Okay, Leute, bis gleich. Ladies and Gentlemen, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Vielen Dank. Gentlemen, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Vielen Dank.
Hallo Leute, ich bin wieder da. Oh Gott, oh Gott. Hallo Leute. Na? Hallo. Habt ihr gut gebobbelt? Habt ihr die Pause gut überstanden? Ich war mal kurz Pipi machen, also ja, ich bin jetzt wieder da, ich bin wieder fresh. Oder mehr oder weniger fresh. Und dann gehen wir mal zurück. Eine Gaming Screen. Hallo, na? Ich bin wieder da, auf meinem treuen Ross, Gustav. Gustav. Es ist Juni, was macht die Christmas Ginger da? Es ist nie zu spät für ein bisschen Padoru. Padoru, Padoru. Jetzt wird gerollt. Yes, wir müssen jetzt so ein paar Lichter outrollen. Ah. Der macht immer den Scheibenwischer. Lass doch meinen Ständer, ja? Der darf so viel quietschen und so unbeweglich sein, wie er will, ja? Mein Ständer hat ein Recht auf gewisse Freiheiten, finde ich. Ich finde, das muss man auch berücksichtigen. Konnte ich mich nicht hier hinten sogar hinsetzen? Scheiße, hätte ich das mal früher gemacht. Ich erinnere mich. Oh, shit. Free the Ständer. Wow, ich darf wieder Dämon werden. Danke, Leute. Danke. Es sind zu viele traurige Gesichter. Es sind sowieso viel zu viele traurige Gesichter wegen meinen Katzenohren. Hallo. Ah. Aber da juckt mir erstmal das Auge. Kleiner Schwächeanfall. Die objektiv bessere Ginger. Oh, die verschwinden sogar dann. Was für Lappen. Oh, Ginger, du bist das. Was für eine Überraschung, ja, ne? Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, euch hier zu sehen. Mensch, Ted. Ha. Ist ja krass. Oh, da hinten ist ja noch so ein Ding. Ist das unbewacht? Als ob das nicht unbewacht. Wo ist der nächste? Niemand hier. Easy. Ziegen sind dir zu spitz? Alter, hast du den Ziegen gerade? Uch, was ist denn da los? Hast du den Ziegen gerade vorgeworfen, horny zu sein? Finde ich nicht gut. Da können doch die Ziegen nichts für. Du nennst mich Spitzkopf. Ich werde doch hier gleich angeschossen, oder wie war das? Hier sind so viele Portale. Oh, den da oben hatte ich benutzt. Die beten irgendwas an da oben, glaube ich. Mäh. Ziegenmenschen. Sie sind hier und dort und auch Ratten. Oh nö, ach, geht doch weg. Und überall. Ziegenmenschen sind da, wo du sie brauchst. Oh. Geistertal-Lilie. Können ja nichts liegen lassen hier, ne? Ich glaube, hier ist nichts mehr. Also hier hinten zumindest nicht.
Aber immer spitz sein ist oft unangebracht und bringt mich in doofe Situationen. Ja. Aber... Warte mal, wie sind wir überhaupt in diese Situation jetzt gekommen? Wie, warum? Warte, war hier schon immer eine Gnade? Die hatte ich noch gar nicht gefunden. Oh! Ich habe aber gesagt, ich möchte erst Dark Souls 1 und dann 3 spielen. Vielleicht mache ich es auch doch in der Reihenfolge und spiele doch Dark Souls 2. Ich weiß es noch nicht. I'm not sure about that. Tschüss. Ich mache gut Schaden, ne? Aber ich sehe hier leider gerade nicht. Oh, da ist ein Weg. Da ist vielleicht was. Hallo, was habe ich verpasst? Ach, ein paar Gespräche über Ständer und... Und das. Ach du Kacke. Meine Ohren. I'm so sorry. I'm so freaking sorry. Alter, was war das für ein Schrei? Sorry. Das hast du verpasst. Du hast ja gefragt und genau das hast du verpasst. Nein. Oh. Du bist dann nicht so laut, du musst auf deine Stimme achten. Das mache ich ja nicht extra. Oh, da ist noch eins. Habe ich dann nicht bald alle? Das ist eine mega fette Ratte. Nein, nein, nein. Das ist doch jetzt schon wieder ekelhaft. Alter, ich hasse Ratten, da war da noch so eine dicke. Bah. Oh, Galaxogon, danke schön für den Raid mit 6 Leutchens. Vielen lieben Dank. Raido. Dankeschön. Ich sponsor nach dem Stream Hörgeräte. Och. Scheiße. Der hat mich auch richtig aus dem Leben verbannt, ey. Frick. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und danke. Danke fürs Herraiden. Scheiße. Mal kurz einen Schluck Wasser darauf. Oh! Ja! Yeah! Dankeschön fürs Pat-Pat. Dankeschön. So, ich reite nochmal da hinten. Habe ich jetzt schon alle? Nee, noch nicht. Na, mir fehlt bestimmt noch irgendwas. Wir haben Visage, Schach und ein Mini- und ein AO-Game. So viel habt ihr gemacht? What? Krass. Da bin ich gar nicht gewohnt mit meiner, ich streame ein Spiel pro Stream. Ich spiele ein Spiel pro Stream Politik. So, das wollte ich sagen. Goldene Saat, Leute. Geil, was es hier alles gibt. So, jetzt soll ich nochmal schlucken. Schlucken! Alter, das war ja mega cursed. Das war ja des Todes gruselig. Ach du Kacke. Terra!
Hallo Terra. Hallo Terra, 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 hallo Terra. Hallo. Stehst du eigentlich gerade? Nee. Nee. Was war das? Nichts. Nichts. Gar nichts. Das ignorieren wir bitte gekonnt, okay? Wie das halt, dieses Ziegen. Mäh. Oder Schafe, mäh. Wo bin ich? Kein Gegner? Runenbogen. Sowas konnte ich kaufen. Krass, habe ich jetzt nochmal so gefunden hier. Aber hier gibt es nicht nochmal so ein Dings. Wie viel brauchen wir denn noch? Eins? Oder haben wir jetzt sogar schon alle? Das ganze Feuer durch hier. So. Ich bin auch mal weg. Noch einen wunderbaren Stream. Alles gut, nach dem Stream, da haue ich meistens auch immer ab nach dem Raid dann. Galaxogon, dankeschön für dein Raid. Und eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir noch. Ach so, da kommt eine Nachricht, wenn ich alle hab. Schwierig. Aber da hinten war nichts mehr. Okay, ich will jetzt wieder... Hat er wieder voll aus dem Leben in dem Fall gefeil penetriert. Hat er nicht was geleuchtet? Oh, ich hab den Kronleuchter kaputt gemacht. Oh. Schönen guten Abend. Hallo. Oh nein, die laufen hoch hier. Upsi. Tschüss. Fuck this shit, I'm out. Du hast da was. Ach was. Ich bin mir sehr sicher, mir geht's gut. Oh Gott. Du bist überfordert von Twitch. Was kannst du machen? Du kannst in den Chat schreiben. Das machst du auch schon sehr gut. Und wenn du in den Chat schreibst, dann lese ich das vor. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber das kann ich lesen auf jeden Fall dann. Und andere im Chat können das auch lesen. Und du kannst mich abonnieren. Wenn du Twitch Prime hast, ist das sogar kostenlos. Ja. Und dann kannst du den Stream genießen. Was trampelt der da an? Ich glaube, den töte ich mal einfach nur so. Einfach, weil ich ihn nicht verstehe. Tschüss. Hm? Den Baum angetrampelt. Smooth Werbung. Habe ich mich jetzt eigentlich... Bedankt bei Nutgafi. Nutgafi, danke schön. Für 3 Monate. Immer schön da zu sein. Immer schön dich zu sehen. Dankeschön. Gamer Abend. Hallo. Sorry, ich will dich von hinten. Ja, danke. Du kannst Ninja auch melden. Bitte mach das nicht. Please. Bei der umgekippten Säule ist ein Flämmchen. Sehe ich das noch irgendwo? Was für eine gekippte Säule. Oh, Krabbi. Tschüss. Stimme wieder besser? Es geht. Aber für ein bisschen Strömen reicht es. Was für eine gekippte Säule, meint ihr? Kurze Pause. Hallo, wo ist die? Hi, du nochmal. Uah!
Tom! Heiner! Ich bin noch am Stream. Okay, gut. Wollte ich nur gesagt haben. Ich weiß nicht, wo noch der letzte sein soll. Ist gut, war irgendwas mit deinem PC am Anfang? Ja, ich habe hier einen Elden Ring halt Lags, aber das kann. Das weiß nicht. Achso, ja, mein PC hat am Anfang 100. Alter, Tom. Sorry. Hat am Anfang 100% CPU-Auslastung. Da habe ich mal ganz schnell wieder auf Grafikkartenrenderer umgestellt. Jetzt sind es, glaube ich, 80%. Aber das ist irgendwie komisch. So viel hatte ich vorher nicht. So viel CPU-Auslastung. Mhm. Und meine CPU war auf 90 Grad mit der Temperatur. Die Lüfter habe ich dann hochgestellt und nachdem ich das umgestellt habe, ist es, glaube ich, jetzt gewesen bei 87 Grad. Das war schon viel. Ja, es ist nicht sehr viel runtergegangen. Okay, schau mal. Gesehen, gefolgt, sympathisch. Dankeschön, freut mich. Ist noch ein Stück vor mir. Bis 12 sitze ich hier bestimmt noch. Kaffee ist drin. Uff. Nein, noch bin ich nicht gefallen. Ja, lasst mich. Oder ist das wegen... Ich muss mal runter hier. Oder ist das wegen den Werten? Na, ich musste das Tom kurz mal erzählen. Noch bin ich nicht gefallen, sagte ich. Aber das sieht irgendwie sehr gefährlich aus. Oh, da ist ein Item. Mhm. Obwohl, nein, geh runter. Oh, Junge. Wegen der CPU bzw. Temperatur, ja. Das war nicht so gut. Sorry, ich wollte jetzt... musst du das einmal Tom erzählen. So. Cool, es hat geklappt. Nice, 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 nice. Nice. Und noch ein Steinschwertschlüssel. Wow. Wir sind richtig gut. Minecraft ist ja nicht aus Roblox. Hä? Ist das so? Ich kenne das als den Minecraft-Sound. Ich habe diesen Minecraft-Uf-Sound, ich habe das auch nicht so benannt. Das ist ein populärer Sound bei Dings. Bei dem Sound-Alerts-Ding. Ich kenne das auch als das Minecraft-Ding. Den Minecraft-Kid-Sound. Oh ja. Ja, das kann natürlich sein. Woo! Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wo die freaking letzte Säule ist und ich würde die gerne noch finden. Hm. Jetzt muss ich erstmal Matix anzwinkern. Matix! Okay, ich hoffe, das ist genug. Wait, kann ich auf die andere Seite auch noch drauf? Aber das ist bestimmt auch nicht. Matrix. Ach so, Matrix. Aber das ist ein bisschen schwierig, aus der 3 in den R rauszulesen. Leider. Tut mir leid. Ich werde dich wahrscheinlich die nächsten Male auch noch Matrix nennen. Oder Matrix oder sowas. Oh no. Oh, erstmal strecken. Oh, gut, hätte ich das getan. Und dann. Martha X, nein, Leute. Gnade unter den Ruinen. Ach, du meinst da hinten, die? Die hier wahrscheinlich. Was erstmal? Gamer! Dankeschön für 2 Subgifts! Yeah! Vielen lieben Dank, Dankeschön. Also das hier, das ist eine Gnade unter Ruinen. Vielleicht hier nochmal gucken. Ein Grumpy! Grumpy Ed!
mal Bits für meine Lieblingsbergziege. No. Dankeschön für die 100 Bitties. Dankeschön, Dankeschön. Links der Seite. Eine Grafikkarte, ich glaube, das war eine 3080, habe ich. So, das da oben habe ich. 22 Uhr, weiter geht's. Oh Gott. Oh, wo ist die Mann? Du bist aber auch immer so richtig krass am Reinhängen, so in Last Minute. Das tut mir dann auch immer leid. Ich bin rübergesprungen. Oh shit, was? Oh nein, jetzt sind hier aber 1000 Viecher. Drüber gesprungen. Ist es hier oben vielleicht? Oh, aber hier sind Items. Ist auch mal gut. Ach, scheiße, es war so klar. Ach, lasst mich. Ich muss hier gerade ein Item holen, ja? Wie die nach mir schlagen. Ja, das ist wichtig. Schmiedestein gibt's hier, ja? Das kannst du, das darfst du nicht ignorieren. Wow. Tschüss. Okay, haben mich doch noch getroffen, aber hat mir keinen Schaden gemacht, hä? Matrix! So, jetzt der Name besser erkennbar. Oh, das stimmt. Matrix, guck mal. Dankeschön. Danke für 4 Monate. Oh Gott, der Schrei nebenbei, da war doch alles gut. Hä, hier soll die sein? Leute, wo ist die Säule? Ich sehe sie nicht. I don't fucking see it. Hier ist ein großer weißer Baum. Das Riesenteil, ist die Säule größer als die anderen Säulen? Aber warum sollten sie denn direkt neben die andere Säule da? Von der Gnade unter den Ruinen gen Westen. Von der Gnade unter den Ruinen gen Westen. Oh, lass mich mal. Gen Westen? Also hier so? Also doch ganz woanders? Das habe ich auch schon. Weiß jemand, woher diese Mikro-Likes in Elden Ring herkommen? Habt ihr auch immer wieder? Ich dachte, das ist so eine Sache, so eine Elden Ring-Sache, die hier, dass sie das nicht so, die Performance nicht so gut optimiert haben, glaube ich, oder sowas. Ach so, und Online-Stuff. Ja gut, das kann auch sein. Das hast du auch schon. Bist du sicher, dass dir noch eins fehlt? Okay, dann gehe ich jetzt doch mal zurück. Okay, da leuchten schon mal 2. Oh, hier leuchten doch schon alle. Lol, ich suche die ganze Zeit. Oh, weil jemand sagte, man kriegt eine Meldung, aber ich habe schon alle. Wow. Guck mal, das wieder hinten leuchtet. Warte, dann gehe ich noch mal in das, an die Gnade hier. Und ich suche da. Die ganze Zeit. Oh. Und ich wollte halt nicht so doof sein, jetzt wieder. Oh. Wie dämlich. Kann sein, dass sie geskippt wurde, weil du gestorben bist. Oh. Hm. Ja, gut. So, Leute. Wollen wir den Kampf jetzt noch zumindest einmal versuchen? Oh, oh Gott. Oh, kawaii koto. Oh, kawaii koto. Phoenix Dragon, what? Danke für 5000 Bits, wie random. Dann die erste Nachricht direkt. Geh mal runter. What? Ein Versuch wetten auf First Try. Yes, oh Gott, Tom. Tun wir das.
Dankeschön für 5000 Biddies. Warum? Dankeschön. So, Leute, Zeit für eine kleine Wette. Zeit für eine Wette. Ich mach nicht mehr so lang, Tom, alles gut. Ich kann gar nicht mehr so lang machen, Stimme und so. Der schönste Fight aus dem ganzen Game. Das klingt gut, danke. Guten Morgen, Zodiac, hallo. Nox One, guten Abend, ich belebe. Schafft Ginger den Boss im First Try? Ja, schaff ich den First Try. Schaff ich den im First Try? Ah. Finde ich zumindest. Herr Seelenbracher, kannst du doch auch so sehen. Ich finde sehr viele, also ich habe ja auch schon ein paar Bosse gesehen und so, und ich finde auch sehr viele Bosse sehr schön. Kannst du doch einfach schreiben. Ist ja deine Meinung. Ist ja nur deine Meinung. Nee, weil es ist ja voll gut. Nee, sie riecht. Hey. Ich rieche nicht schlimmer, als ihr es tut, okay? Ja? 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 Bitte verkack, ich bin all in gegangen. Hey, was soll das denn? Der Boss ist cinematisches Eye-Candy. Oh. Ginger, du packst das, enttäuscht mich nicht. Oh Gott, okay. Ich glaube eigentlich nicht daran, dass ich es schaffe, aber gut, dass ihr so optimistisch seid. Finde ich krass. Boah. All eyes on you, my love. Oh, oh boy. Es ist nicht der schwerste Kampf, aber ein Augenschmaus. Ist ja nicht schlimm. Es gibt, glaube ich, genug schwere Kämpfe in dem Spiel. Wenn du ihn jetzt hinlegst, habe ich 2 Wochen nichts zu essen. Das ist doch, finde ich, eine ziemlich gute Motivation für mich, das zu machen. Wenn ich das mache, dann heulen Leute im Chat. Yeah, das finde ich gut. Das finde ich toll. Okay, Leute. Fangen wir an. Machen wir das. Go ahead. Ich booste mich schon mal. Ich bin für alles gewappnet. Heilighornland. Oh, Leute, ne, die Lags. Die habe ich ein bisschen vergessen, dass es die jetzt gibt. Vielleicht hätte ich vorher doch nochmal das Internet ausschalten sollen. Der Kampf hat noch nicht begonnen. Ich kann das Internet noch ausschalten. Machen wir das mal kurz. Vielleicht wird es ja wirklich besser. Bevor wir jetzt anfangen. Weil wegen Lags zu verlieren ist fucking lame. Wo melde ich mich überhaupt ab? Anmeldung. War ich abgemeldet? Neues Spiel. Weiterspiel, Laden, System, Informationen. Wie komme ich wieder raus? Ich war schon offline. Wow. Und dann sagt jemand dauernd, ich soll offline gehen. Ich war die ganze Zeit schon offline. Und was offline gehen? Weil die Lags dann vielleicht weniger werden. Aber ich war anscheinend die ganze Zeit schon offline. Wo kann ich denn das wieder... Wo gehe ich wieder offline? Alter, du bist schon seit den Lags in der Akademie offline. Ich kann mich daran erinnern, das mal irgendwann zwischendrin wieder angemacht zu haben. Vielleicht war das auch nur ein Fiebertraum. Starteinstellung offline. Ah. Ach, deswegen. Mein Spiel startet offline. Hallo. Dann mache ich das jetzt nochmal kurz aus und wieder an. Dann bin ich ja wieder offline. Minus. Nein, ich habe nicht gerage-quittet. Alles gut. Okay, Elden Ring braucht ja ewig lang, bis es beendet ist. Komm schon, mein kleines Freundchen. Geh wieder an. So. Bah. Synchronisation nicht möglich. Junge, was? Ich soll Steam benötigt ein Update? Junge, mach doch einfach an. Was soll der Scheiß? Guten Abend, wie geht's denn so allen? Ja, ist schön. Ist schön. Finde ich toll hier. Ja. Kann man machen, finde ich. Ist
ist gut, kann man machen. Synchronisation nicht möglich, wenn wieder Manga-Synchros benötigt werden, aber Gingers Stimme nicht will. Ja, ist schwierig, ne? Oder Phoenix Dragon! Erstmal die 5000 Bits hier reinjissen und dann kommt der Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön, willkommen bei den Ginger Ninjas. Every Luna ever! Dankeschön für 9 Monate. So, weiter. Dankeschön für 9 Monate. Hallo, Luna. Mein erstes Twitch-Baby. Stimmt. Oh, Leute, Twitch-Baby. Oh, dann gehen wir jetzt nochmal. Mein Boost will ich jetzt haben. Holen wir uns den Boost nochmal. Boosted. Boosted. Holen wir uns das. Dum, dum, dum. Dum, dum. Das habe ich von der Titelmusik nur Ohrwurm, krass. Boosted. Das erste, Pock. Können wir eigentlich schon Stufenaufstieg? Ne, ich bin so oft gestorben. Na gut. Let's go! So Leute, ich werde euch nicht enttäuschen, versprochen. Ich mache ihn platt, auch mit den Lags, ja? Das war mein Kampffix, ja? Mein Kampffix. 55% glauben an mich. Oh. Direkt mal Dings beschwören, kann ja nicht schaden. Hallo, hier ist alles tot. Ahnengeist. Okay. Oh, da sind meine Skelettos, glaube ich, tot. Die bleiben wahrscheinlich auch tot, oder? Auch tot, ey. Nee, die bleiben nicht tot. Oh Gott, ich muss sie weg. Oh shit. Hätte ich nicht machen sollen, hätte ich blocken sollen. Die Musik ist ja auch voll schön. Okay, aua. Da hat ihn einmal kurz gedaddelt. Oh nein, jetzt hat mein Dings gehangen. Nein, er hat mein Skeletto getötet. Oh shit. So groß. Der gräbt gut um. Oh ja. Die Musik ist auch voll schön. Der ist so aggro. Aggro. Aggro-Tierchen. Oh Lord. Was macht das? Oh shit. Oh, der ist so groß und lässt mich nicht an ihn ran. Das ist ein bisschen das Problem.
Scheiße. Getroffen habe ich den nicht, den Dude. Go, go, Ginger! Ah. Zumindest kann ich immer langsam und sicher ihm was abziehen. Habe ich sogar gerade einfach mal geheilt, obwohl ich es nicht unbedingt brauche. Für den Fall, dass ich doch einen Fehler mache. Okay, das war's. Ja, ging wirklich. Easy, Leute! Yeah! Wir haben eine neue Asche! Wir haben eine neue Asche! Yay! Yeah! Ah! Alter, nice! Der Boss war wirklich schön, ja. Ich fand auch die Musik unschön. Also diese Battle Stage ist auch einfach mega hübsch. Oh! Wie er durch die Luft gehüpft ist. Das war wirklich, wirklich schön. Das war wirklich nice. Ab in den Aschenbecher. Ich will mir das schon mal... Die Asche ist schon... Coole Asche. Schon sehr, sehr gute Asche. Wo finde ich die Asche denn? Nein. Asche. Ahnenjünger-Asche. Ruft den Geist des Ahnenjüngers. FP-Kosten, die sind doch direkt höher. Ich würde die nehmen direkt. Den nehmen direkt. Ja. Danke fürs Badbad. Dankeschön. Asche zu Asche. So, ich kann den jetzt nicht einsetzen, aber ich will es gleich mal machen. Oh, kann ich ja nicht. Ich kann den ja nicht einfach irgendwo einsetzen. Aber den will ich benutzen. So, Leute, wer heult jetzt? Hat nicht irgendwer gemeint... Und dass es irgendwie scheiße wird, wenn ich jetzt gewinne. Ha, was macht ihr jetzt? Ha! Stonks, Leute, Stonks! Ja, Mann. Wow. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das Ergebnis der Wette ist. Ich finde das zu gut. Mal ganz kurz reinschauen. Details an. Mmh. Oh. Sorry. Ist alles gut, Mann. Ah, Leute, aber ich finde, das war ein mega nicer Stream. Ich hatte unfassbar viel Spaß. Und ich bin ein bisschen rumgeirrt, aber das ist okay. Das passiert mir in diesem Spiel immer. Und wir haben zwei Bosse geklatscht. Und ich habe so viel Stuff gefunden und Dinger abgegradet. Alter, das wird jetzt richtig nice. Feuerrate von einem Schlachtschiff. Ah, okay. Also der macht eigentlich ganz gut Schaden, aber der greift davon nicht. Der greift nicht so oft an. Schön, Stimme weiter schon, ja. Das war es leider für meine Stimme langsam. Und dann ist es eigentlich jetzt sogar noch früh genug. Ich werde wahrscheinlich gleich mich in die Küche stellen noch kochen. Um 22 Uhr. Oh. Deswegen. Okay, Leute.
dann bedanke ich mich aber für diesen wunderschönen, wundertolligen Stream. Ich mache schon mal hier, mach mal die schöne, Vielen lieben Dank für diesen wundertolligen Stream, Leute. Okay, das ist mir immer noch ein bisschen zu laut. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Tatsächlich gibt es diese Woche keinen Stream mehr. Ich bin diese Woche nur in Anführungszeichen am Sonntag auf der Dokumi. Da mache ich ein Fantreffen auf der Dokumi in Düsseldorf um 13 Uhr am Twitch Table 3. Also wenn ihr zufälligerweise auf der Dokumi seid am Sonntag, dann kommt mich gerne besuchen. Bin sehr, sehr aufgeregt. Oh. Was machst du dir Feines? Ich habe wunderschönes so Kartoffeln mit Gemüse im Ofen. Ich weiß nicht, wie man so ein Gericht nennt. Wer kennt es nicht? Ja, Kartoffeln mit Gemüse im Ofen. So mit so Curry und so. Hätte ich Bock drauf. Ah, nee, nicht Auflauf. Zumindest soweit ich weiß, ich mag keinen Auflauf, ich würde es nicht überbacken. Ja, und viel Spaß auf der Dokumi. Dankeschön. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Da bin ich in voller Frische wieder dabei. Und dann, ja, gibt es auch wieder Streamplan und so. Ansonsten, habt eine wunderschöne Woche noch. Die Mitte der Woche ist zumindest schon geschafft. Habt ihr schon gut gemacht. Ein Applaus an euch. Und dann, yes. Dann, Leute, sehen wir uns nächste Woche. Achso, ich muss jetzt noch mal gucken, wen ich raide. Moment, ich kann ja trotzdem hier mal in den Screen und euch den Plan zeigen. Da steht halt jetzt nur noch Sonntag die Dokumi, ne? Mehr ist da nicht. Oh, sollen wir Zui raiden? Oder Fully? Oder Ghosty! Wir raiden jetzt Ghosty, weil der hat Geburtstag. Den Geburtstagsboy. Ja, der macht einen 24-Stunden-Stream und hat Geburtstag, Alter. Der muss ja mal sowas von jetzt geradet werden. Wow. Alter, wie er ohne mich DBD spielt, der Sack. So, vielen lieben Dank, Leute. Danke auch für den ganzen Support heute wieder. Es war so schön. Ich vermisse Streams so. Es macht so Spaß, mit euch zu zocken. Ah, oh, Stream ist schon was richtig Nices. Vor allem, wenn ihr auch Bock habt, dabei zu sein, ne? Wenn ich euch trotzdem noch so unterhalten kann. Ich finde ein, was hat Ginger auf der Dokumi alles gekauft? Ich weiß nicht, ob ich da so viel kaufe, aber ich kann auf jeden Fall erzählen, was ich auf der Dokumi alles gemacht habe. Eine schöne gute Nacht. Yes! Gute Nacht, Leute. Seid lieb zum Ghosty. Wie gesagt, der hat Geburtstag. Da muss man ein bisschen lieb sein, finde ich. Vielen lieben Dank, Leute. Und bis Ständchen. Bis nächste Woche. Oder bis Sonntag. Bye, bye. Tschüss.